Okay. Da haben wir nämlich schon mal die nächste Dings-Mission. Alright. Badlands, Beast of Me. So, dann warten wir mal auf Takamura. Schön, dich zu sehen, wie. Ist ziemlich ruhig hier. Wie es für so ein geheimes Treffen sein muss. Du siehst Was furchtbar zum Henker aus. ist passiert? Siehst scheiße aus. Meine Implantate, mein Geld, meine Würde, alles Geschichte. Traurig, aber wahr. Hat aber auch was Gutes. Da draußen falle ich nicht mehr auf. Wo ist dein Freund hier irgendwo? Oder? Er sollte jeden Moment hier sein. Gibst du mir jetzt endlich ein paar Infos über ihn? Er ist Hanako-samas Leibwächter. Hanako Arasaka? Die vom Flugzeugträger, der hier angelegt hat? Saburos Tochter? Ja. Und wenn er dir glaubt, treffen wir als nächstes sie. Oder er wirft uns Fionne zum Fass vor. Ist er wirklich wir können ihm vertrauen? Ja. Pff, überzeugend. Nicht. Ich habe nichts zu verlieren. Ist das besser? Nein, weil ich eine Menge zu verlieren habe. Mit Auto? Gut. Sonst ist er nur getarnt unterwegs. Ach so, ich sitze drauf. Ah, verstehe. Okay. Takemura-san. Oder? Oder? Ist er das? Dein Dieb? Er ist mein Zeuge. Wie? Ich kann auch selbst reden, wisst ihr? Dann rede. Ich höre, du weißt gewisse Dinge. Yoribo hat seinen Vater erwürgt. Dir wird nicht gefallen, was ich zu sagen habe. Ich will eine Garantie. Zunge verschluckt. Dir wird nicht gefallen, was ich erzähle. Ich will eine Garantie für meine Sicherheit. Gut, du hast sie. Du kannst oder trauen. Wie? Also gut, Konpeki Plaza. Ich war dort in der Nacht, als es passiert ist. Fingen wir ein normaler Familienstreit an, bis Yorinobu sich auf Saburo stürzte und ihn erwürgt hat. Kein weiteres Wort. Du führst den Tod an deine Tür. Es ist die Wahrheit. Hanako-sama muss davon erfahren. Mein einziges Interesse liegt darin, sie in dieser gottverlassenen Stadt zu beschützen. Ist sie in Gefahr? Im Moment? Nein. Aber sicher während der Parade zu Ehren von Arasaka-sama. Ich bringe dir einen Zeugen für den Mord. Und du sorgst dich um eine dumme Parade? Du Narr! Korrekt. Denn im Gegensatz zu dir... Du kannst die Wahrheit nicht ignorieren. Korrekt. Denn im Gegensatz zu dir gehe ich meiner geschworenen Pflicht noch nach. Diese Worte wirst du bereuen. Das Einzige, was ich bereue, ist, dass ich überhaupt gekommen bin. Auf deinen Kopf steht eine Belohnung. Ich tue dir einen Gefallen, wenn ich dir deinen Kopf nicht sofort abschneide und Yorinobu... Entschuldigung, aber dauert das noch lange? Was würdest du jetzt an meiner Stelle tun? Keine Gefallen. Ich würde Yorinobu-sama deinen Kopf bringen. Dann schätze dich glücklich, dass ich nicht... Wir bitten dich wirklich nicht um viel. Nur ein kurzes Treffen. Hanako sollte entscheiden, ob wir die Wahrheit sagen. Das kannst nicht du tun. Hilfst du uns? Nein. Ihr könnt von Glück reden, dass ich euch gehen lasse. Diesmal. Aber wenn ich euch wiedersehe, werde ich nicht so nachsichtig sein. Pass gut auf.
mein Freund. Wir sind alle so weit von zu Hause weg. Hat ja toll. Er soll sich verpissen. Ein durchgeknallter Saker-Irrer reicht. Toller Freund, echt. Hast du noch mehr davon? Leider nur ihn. Ich wusste, dass es nicht wird nichts. Tja, wir haben es immerhin versucht. Oh ja. Und wir haben etwas Nützliches erfahren. Wie meinst du das? Was Rudert sagte. Nach der Parade wollen sie nach Tokio zurück. Verstehst du nicht? Die Parade. Das könnte vielleicht unsere Chance sein. Wenn wir doch nur irgendwie an Hanako-sama herankämen. Zuerst müssen wir alles gut auskundschaften. Wir brauchen eine gute Karte von Japantown. Warte. Jetzt ist es an dir, Freunde anzurufen. Kennst du einen guten Fixer? Immer sachte, das wird ein... Hey, Moment. Nicht so schnell. Hartes Stück. Du tust so, als würden wir uns in eine SBEM reinhacken. Du hast selbst gesagt, Hanako hat den besten Schutz von Night City. So ist es. Deshalb will ich, dass du den passenden Fixer anrufst. Ich kenne genau die Richtige. Wakako Okada. Ich kenne genau die Richtige. Wakako Okada hat eine Pachinko-Bude in der Jig-Jig Street. Wir sollten ihr einen Besuch abstatten. Okay. Kommst du mit? Klar. Klar. Warum nicht? Einsteigen. Na komm, fährst du auch los? Gigi Street. Was ist das für ein Name? Einer, der zu Night City passt. Hey, du machst dich lustig. Zu oft. Naja, ne? Eine Ahnung, was bei Arasaka los ist? Nur das, was ich mir aus dem Fernsehen zusammenreimen kann. Yorinobu und seine Marionetten grinsen in die Kameras und behaupten, alles sei unter Kontrolle. Aber je breiter das Grinsen, desto größer die Lüge. Alles okay bei dir, Goro? Ja, woher die plötzliche Sorge? Ich frage ja nur, ist das nicht erlaubt? Wir haben gemeinsame Interessen, du und ich. Schon vergessen? Garantiert nicht. Gut, weil man sich in Night City Blei schneller einfängt als eine Erkältung. Und ich dich lebend brauche. Ich lebe und bin wohlauf, wie du siehst. Sorg dich um dich selbst. Sehr freundlicher Idiot. So, überspringen wir mal die Reise. So. Kids mit gefälschten Ausweisen wollten sich voll cool und lässig reinschleichen. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen sich verpissen, aber ich kann nicht aufgeben. Aussteigen. Moin moin. Der Gamora ist auch da. Das Geräusch hat mir gefehlt. Rogue, meine Liebe, das muss ein Missverständnis sein. Ich weiß nicht, wer dein Team erwischt hat, aber die Claws nicht. Meine Jungs kennen die Grenzen. Entschuldige, ich habe Gäste. Wie? So schön, dich zu sehen. Wer ist dein charmanter Freund?
Wir arbeiten zusammen. Das ist alles. Takemura Goro des. Hohe ni sonjimasu, Okada-sama. Ein echter Gentleman. Ah, zu schade, dass ihm eine ganze Arasaka-Armee am Arsch hängt. Und du, wie? Bringst ihn an meine Tür. Gib mir einen Grund, warum ich nicht sofort die richtigen Leute anrufen sollte. Wir haben ein Geschäftsangebot. Eddies natürlich. Geht doch immer um Eddies, Wakako. Du willst sie und wir haben sie. Einfacher geht's nicht. Dann redet. Aber mein Telefon halte ich trotzdem bereit. Die Parade von Japan. Wir brauchen Infos zu der Parade, die durch Japantown führt. Also Arasaka. Wieder mal. Was ich nicht verstehe ist, warum ich? Geht Mr. DeShawn nicht ans Holo, oder was? Du weißt alles, dass die... Goro, warum nicht Dex? DeShawn ist tot. Ich warte. Goro, was wolltest du denn sagen? Warum ist Dex hinter fotziger Fettarsch nicht verfügbar? Er ist tot. Abgeschlachtet und von Arasaka auf der Müllhalde entsorgt. Wirklich schade. Soll das eine Drohung sein? Keine Drohung. Du hast nach Dex gefragt, ich habe geantwortet. Nur Fakten, sonst nichts. Gut. Sonst würdet ihr ihm bald Gesellschaft leisten. Okada-sama, unsere Absichten sind ehrenvoll. Wir brauchen Informationen. Es geht um Leben und Tod. In der City geht's immer darum. Es ist alles auf den Splittern. Was ist dein Preis? Meine Taschen sind leer. Natürlich. Mein Geschenk an euch. Gratis. Okada-sama, gratis bedeutet meist besonders teuer. Wollt ihr sie oder nicht? Gratis? Ganz sicher? Ich habe meine Gründe. Nur keinerlei Geduld. Okay. Japantown. Der ganze Bezirk wird für die Parade abgesperrt. Dashi-Wagen, die Hauptattraktion. Sie fliegen hier lang, weit über der Straßenebene. An der Paradestrecke gibt's Balkons, Brücken und andere gute Aussichtspunkte. Hanako Arasaka ist Ehrengast und wird vom größten Wagen eine Rede halten. Und zwar genau hier. Security kenne ich nicht. Aber dank gewisser Ereignisse wird die hoch sein. Bei der letzten Parade waren verdeckte Arasaka-Leute in der Menge. Ansonsten die üblichen Scharfschützen, Drohnen. Und als wäre das noch nicht genug, mindestens noch ein Netrunner. Die nutzen die Überwachungskameras der Stadt, um alles zu beobachten. Hauptzugangspunkt ist hier. Ein altes, automatisches Steuerzentrum. Ziemlich nützlich, denke ich. Am Ende fliegen die Wagen aus Japantown raus und wir stecken bis zum Hals im Müll, den natürlich keiner aufsammelt. Das war's. Mehr hab ich nicht. Das muss reichen. Na dann, macht euch ans Werk. Ist nicht. Gar nicht neugierig, warum wir uns all die Mühe machen. Ignoranz ist in meinen Augen ein Segen. Außerdem finde ich's ja bald raus, oder? Danke, Wakako. Wir wissen das zu schätzen, Okada-sama. Hey, Street Creed 40. Eine wirklich reizende Frau. Die Infos könnten genau das sein, was wir brauchen. Ich werde versuchen, mehr herauszufinden. Ich bleibe hier und rufe einige nützliche Helfer an. Wenn ich etwas Neues erfahre, gebe ich dir Bescheid. Halt den Kopf unten. Halt dich bedeckt, ja? Fang nicht an, Autogramme zu geben.
Du bist die Berühmtheit von uns beiden. Pass auf dich auf, P. Alles klar. Okay. Wir müssen warten. Dementsprechend können wir jetzt ja noch gucken. Oh, machen wir noch ein Rennen? Ich würde sagen, wir machen noch ein Rennen. Noch ein Dingsrennen wäre doch eigentlich ganz witzig. Ja? Wenn wir jetzt noch ein kleines Rennchen spielen, erfahren. Wo muss ich hin? Hier unten irgendwo. Da unten. Okay, am nächsten wäre dann der Damm-Aussichtspunkt. Ja, sorry für die Karte, aber irgendwie scheint meine Spieldatei wohl verbuggt oder beschädigt zu sein in der Hinsicht. Ich meine, mal spielen kann ich es ja trotzdem noch. So ist es ja nicht. Finde ich cool, dass wir jetzt auch noch das nächste Motorrad haben. Ne? Aufsteigen. Let's go. Warte mal, Kamera wechseln. Ich mag lieber so zu fahren als in dieser Dingsposition. Wait. Was bist du? Reeves ab. Oh, da ist Reeves. Okay. Interessant. Nett. So, ab nach hier oben. Schönes Ding, hier haben wir auch gleich schon die Dings. Begib dich zum Badlands Rennen. So, und hier rufen wir jetzt Claire an. Hey Claire, nächstes Rennen. Start klar. Das wird hart. Offroad und viel Bleihagel. Wir nehmen die Bestie. Will sie mal draußen ausprobieren. Nova, ja. Ich bin übrigens schon da. Perfekt, ich auch gleich. Okay, wir sehen uns. Hinsetzen und warten. Was? Ich höre dich schlecht. Ach so, der Typ. Keine Ahnung. Arbeitet vielleicht solo. Klar, versuch's ruhig. Ich muss noch mal kurz gucken. Weil es mich jetzt gerade interessiert. Waffenmäßig habe ich nichts. Das habe ich. Nee. Da warte ich drauf. Nee. Das war ja der Mod. Das ist Dings. Das. Ja. Ab wann kriege ich die? Ab 27. Also zwei Level noch. Okay. Alles klar, zwei Level da noch. Item vor Dingsung. Das wäre Präzisions mit 3,63. Besser als meins, ne? 3,63. 145 wäre Dings. Gefällt mir. Nein, die da. Scheiße, ich kann da, glaube ich, keine rausnehmen, ne? Doch, hier, ablegen. Ja, ne, die kann ich nicht ablegen, okay. Das heißt, ich muss hier mal gucken, dass ich hier Schussrate, das und das Ding, obwohl, ne, das Ding. Ne? Das Ding zerlegen wir. Dann haben wir da auf jeden Fall schon mal Dings.